einen wunderschönen guten Morgen. Das Ganze sieht hier aus wie ein Schloss, ist aber leider nur eine Villa. Nein, wir sind in unserem Hotel hier unterwegs und werden jetzt hier gleich wieder auschecken. Sind jetzt gerade auch schon wieder in Aufbruchstimmung, packen hier wieder alles zusammen. Werden aber wohl noch hier frühstücken und dann werden wir ganz entspannt mit unserem Autowagen losfahren. Ich würde sagen, machen wir uns jetzt langsam erstmal los. Ne? Die Leute, die sind hier auch schon mit ihren Fahrzeugen vor der Tür. Okay, ja. Die warten schon mit ihrem schweren Gerät. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg runter zum Frühstück. Soll wohl leckeres Buffet geben. Bin mal gespannt, wie es in der Realität aussieht. Ich glaube, ich kann da nicht filmen, weil das sonst ein bisschen unhöflich wäre. Dementsprechend müsst ihr euch leider damit zufrieden geben, dass ich wohl ohne euch essen gehen werde. Bevor wir jetzt aber zum Frühstück gehen, muss der kleine Leo erstmal eine kleine Pyramide bauen. Meine Haare gar nicht gemacht und ich sehe aus wie der Letzte und bin jetzt hier unten. Eieiei. Nicht, dass die Leute denken, ich bin obdachlos. Willst du mal schaukeln gehen, ein bisschen toben gehen? Da ist auch noch ein Spielplatz. Da kannst du auch noch drauf gehen. Wir wollten nochmal zum Frühstück gehen. Ey, was macht ihr denn jetzt? Ich muss wenigstens mal kurz dein Notebook verlieren. Hat er doch schon. Nein. Jetzt baut er einen Berg. Ah ja, das muss ich zensieren. Leute, guckt euch das nicht an. Na, wie schmeckt's? Herrlich, ne? Herrlich. Ich habe auch gegessen. Ich fühle mich, seitdem ich hier esse, richtig alt. Ich dachte ganz kurz, ich bin 180, aber naja, man lernt halt nie aus. In diesem Sinne noch, frohen Lebensabend. Bist du zufrieden? Mhm. Wolltest du noch was? Nee. Okay. Sollen wir losgehen? Der Doggo ist auch da. Ich fühle mich so, als ob ich gebrochen hätte. Da, wo die Baustelle ist, leben wir. Sind schon wieder oben angekommen, Taschen sind gepackt, Rucksack ist am Rücken. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir auch in das Abenteuer starten. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann lehn dich zurück, entspann dich und genieß dieses Video. Kurz zur Info, das sieht so aus, als ob es hier keinen Aufzug geben würde, gibt es tatsächlich, aber sie hat keine Lust, stecken zu bleiben. Deswegen laufen wir jetzt mit Sack und Pack hier die Treppe runter. Mit dem Wetter haben wir natürlich auch mal wieder richtig Glück. Herrlich. Bestimmt 44 Grad, sagt sie gerade. Und jetzt fahren wir mit dem Autowagen los. Aber sie weiß gar nicht wohin. Aber natürlich wissen wir schon wohin. Hm? Ja, wir fahren, ist ja auch egal. Richtiges Schnaufi-Bärtwetter ist heute. Habe ich das schon gesagt, dass das Wetter gut ist? Echt gut. Heute fahren wir nämlich mal Steine kloppen da oben in dem Kreidetal. Da wollen wir heute mal ein bisschen Kreide organisieren für unsere Kreidetafel. War natürlich nur ein Spaß. Ich glaube, ich nehme das auch gar nicht mit rein ins Video, aber ich wollte es einfach mal sagen. Vielleicht nehme ich aber es auch mit rein. Naja, auf jeden Fall ist es schön. Hier haben damals die Dinosaurier gelebt. Hier links sind die dann lang gelaufen mit ihren kleinen Füßen und sind dann da hinten, da war dann so ein kreidezeitliches McDonald's, wenn die dann vorbeikamen. Das seht ihr jetzt gleich. So
ist das. Es gibt hier so viele Dinge zu erleben und zu entdecken und wir müssen einfach wieder ins flache Land fahren nachher. Ärgerlich. Naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns einen Camper organisieren sollen. Wenn nicht, wir machen uns trotzdem. Schön. Lungenklinik. Ah ja. Das stimmt, wir haben im Sanatorium geschlafen, aber das habe ich ja schon gesagt. Ehemaligen Sanatorium. Deswegen ist Leo jetzt auch so erholt. In der Lunge geht es jetzt besser. Der hat kein Lungenproblem, keine Sorge. Ja? Nö, nö. Nicht? Nee. Also, dass er fast keinen Lungenvolumen hat, sonst tut. Hab ich auch nicht. Kriegt er ja auch sehr wahrscheinlich das öfteren mit, wenn ich die Höhenbogen hochlaufe. Es gibt ja auch nichts anderes als Höhenbogen. Ne? Wir haben gerade auch die nächste Genehmigung für die nächste Höhenbogen bekommen. Ich sehe es schon kommen, irgendwann in unseren nächsten Videos werden wir auch so eine Anhöhen schaffen. Nein. Denn wie gesagt, wir bestehen mittlerweile nur noch aus Oberschenkel. Oberschenkel und ich auch aus Bauch. Schön, finde ich gut. Wir sind ja noch so sehr in der Natur, dass hier selbst die Bauern noch ihre Sachen verbrennen. Schön. Ich dachte, das wäre eigentlich überall verboten, aber hier sieht es einfach keiner und deswegen interessiert es wohl nicht. Naja. Fragt ihr euch eigentlich auch manchmal, wie lange wohl eine einzige Kuh brauchen würde, um das ganze Gras hier zu fressen? Fragst du dich das auch? Nee. Solche Fragen gehen bei mir öfters im Kopf herum. Das sieht so saftig grün aus, wenn ich mir glatt vorstelle, dass ich selber da aussteige jetzt und da einfach mal anfange. Ach, schön. Na? Sonne macht ein bisschen dämlich. Und die Uhrzeit und der Sauerstoff. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das Auto, die Lüftungslöcher, die hier drin sind, halt, dass sie nicht beachten, wir essen hier kaum was. Dass die Lüftungslöcher nicht hier Sauerstoff reinfördern, sondern Sauerstoff abziehen. Wow, amazing. Look at this. So, jetzt sind wir ausgestiegen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Auto jetzt nicht mehr um mich herum. Wir gehen jetzt ein Stückchen zumindest hoch und warten dann auf die Bimmelbahn, die dann hier irgendwann kommt. Und dann fahren wir weiter hoch. Ja. Gucken wir mal, was wir da finden. Und dann gehen wir wieder und fahren wieder. Ja, so ist das halt, ne? Ja, ich dachte, ich nehme mal ein bisschen mit in der Geschichte. Ja, heute ist das einfach mal ein kleiner Vlog. Hm? Habt ihr euch ja auch mal gewünscht. Habt ihr zwar nicht geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass sich der ein oder andere das wünscht. Schön. Naja, herrliches Wetter. Hm? Regenschirm brauchen wir heute nicht. Herrlich. Und da kommt die Bahn auch schon. Siehste, hat doch gar nicht so lange gedauert. Für euch war das jetzt nur eine Sekunde. Für uns waren es jetzt irgendwie 20 Minuten oder so. So, wir setzen uns hier ins Glaskabinett. Warte mal, kurz gemacht, damit ich hier ein bisschen Schatten habe. Meinen wulstigen Körper davor schmeißen. Seht ihr mal, was wir alles erleben, ne? Das ist alles nur für euch. Und diesmal ist das quasi eine private Aufnahme für euch. Wie das so im Leben eines Balzifers alles so stattfindet. Frau Brinom und Herr Dischte. Und Leopold Mannhuber. Oh, verhext. Ja, das stand so im Skript. So, mal gucken, wann der Anhänger hier abkoppelt und wir rückwärts dann runterfahren. Das ist sie auf jeden Fall. Da kann ich euch leider heute mal nicht mit reinnehmen, weil keine Drehgenehmigung und so. Aber
beim nächsten Mal gehen wir da auf jeden Fall zusammen rein. Jetzt werden wir hier mal gerade eben gucken, was wir hier so erlangen können oder kriegen können. Ja, werde ich euch danach im Anschluss zeigen. Aber jetzt muss ich euch leider erstmal verstecken. Okay, bitte seid mir nicht böse. Ich melde mich jetzt gleich wieder zurück, wenn wir Spaß gehabt haben. Ich kann euch etwas beruhigen. Wir haben hier nur eben mal was geholt. Haben uns da auch nichts weiter angeguckt erstmal, damit wir denn nicht irgendwie gespoilert werden, wenn wir denn die Drehgenehmigung erhalten sollten. Also, alles gut. Hey. Und jetzt laufen wir so ein bisschen wieder zurück. Ja. 2 Kilometer ungefähr, aber was soll's. Ne? Dafür haben wir hier eine volle Tüte. Und was damit passiert, werdet ihr bestimmt irgendwann auch noch erfahren. Gut, in diesem Sinne gehen wir erstmal ein bisschen. Das Schöne ist, es geht bergab. Und nur so zur Info, die Bimmelbahn, die war jetzt auch nicht unbedingt schneller, als wie man hier zu Fuß gehen konnte. Und die war auch ruckeliger. Guck mal, was wir hier erleben. Wahnsinn! Herrlich! Und ich laufe hier mit meiner Tüte rum. Gerade frisch hier von der Kö gehe ich jetzt hier durch den Wald. Herrlich! Burg schien aber ziemlich attraktiv zu sein. Kann ich euch schon mal sagen, wie es ist. Vielleicht schlafen wir auch in einem Baumstamm. Heute, falls wir es nicht zurückschaffen sollten, wissen wir, dass wir da auf jeden Fall eine Unterkunft hätten. Mich führt sie nie durch so ein Wasser, damit ich abgekühlte Füße habe. Also bin ich anscheinend auch nicht so wichtig. Wow! Wenn man, oh hier einfach, Gott, wenn man hier einfach mal runterfallen würde, dann wäre man unten direkt im Kühlen nass. Herrlich. Also nicht herrlich, also nicht nachmachen. Ich erzähle wieder nur Blödsinn, ne? Hier. Du. Hm? Mittlerweile an so kleinen Teichen vorbeigekommen. Wer glaubt, dass es Hexenteiche gewesen sind? Also da, wo damals dann halt der Hexenprozess gemacht wurde. So, zum Verständnis, die Burg, die ist irgendwo da hinten. Und wir befinden uns jetzt hier quasi am Fuße der Burg. Jetzt geht es hier auch so ein bisschen bergauf. Das ist ja auch immer gut, ne? Damit man auch nicht aus der Übung kommt. Ansonsten wüsste ich ja gar nicht mehr, wie das ist. Nanu, ich bin frei. Boah, ich bin frei, jetzt kann ich es durchziehen. Es geht hier nur so schwer berghoch. Bleibe ich wohl doch erstmal da. Jetzt stehen wir mal wieder hier wie Touris vor so einem kleinen Infostand hier. Und da haben wir das tatsächlich jetzt herausgefunden, dass hier auf dem Weg, den wir jetzt gerade eben gegangen sind, dass hier auch alles schon mit zur Burg gehörte. Also hier sind wir quasi rumgegangen. Hier oben kommt dann irgendwo hier war die Burg. Und dann sind wir hier den ganzen Weg lang gegangen. Und das gehörte alles noch dazu. Also das war alles die Vorburg. War ja doch schon riesig. Dementsprechend waren die Teiche dann auch irgendwie Bestandteil davon. Und vielleicht war es dann auch so gewesen, dass man ja da auch schon die Hexenprozesse durchgeführt hat. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Teich gewesen für kleine Forellen, die man sich da gehalten hat und Goldfische. Weil es muss ja nicht immer alles düster und grauenvoll gewesen sein, ne? Das Einzige, was grauenvoll sind, das sind meine Schuhe mittlerweile. Die kann ich nämlich mittlerweile gar nicht mehr sehen. Naja, jetzt geht's ja wieder langsam nach Hause. Dementsprechend habe ich auch wieder meine Wanderschuhe irgendwann. Gut, also der Weg, der dauert eigentlich doch gar nicht so lang.
vielleicht waren das jetzt 15 Minuten, vielleicht aber auch dreiviertel Stunde. Ich würde sagen, hochfahren lohnt sich schon, weil teilweise ging es dann, aber schafft man auch bestimmt locker zu Fuß. Das schafft man easy zu Fuß. Aber zurück würde ich die Fahrt auf gar keinen Fall bezahlen. Ja, kommt drauf an, nimmt auf jeden Fall den Wanderweg und nicht den Wirtschaftsweg. Ja, genau. Wirtschaftsweg geht nämlich dann auf dem Rückweg berghoch, falls ihr denn mal zur Burg Falkenstein kommt. Ich hab gehört hier. Was denn? So, am Autowagen angekommen. Jetzt schmeißen wir hier mal eben die Sachen rein. Und dann geht's weiter. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, das hier war mal ein schöner Vlog für zwischendurch einfach mal. Dass ihr mal auch seht, dass wir auch Freizeit haben können. Also zumindest so ein bisschen. Weil so viel Freizeit war das jetzt ja auch nicht, weil ich die Burg nicht angeguckt habe. Weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Aber trotzdem, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, Dankeschön, dass du bis hierhin geguckt hast. Ne? Hier, Leo freut sich auch gerade so ein bisschen auf ein Getränk seiner Wahl. Wahlweise auf Wasser. Und wir fahren jetzt weiter und nehmen nochmal ein Objekt auf. Also wir fahren auf jeden Fall nochmal weiter und gucken uns dann nochmal an, was wir hier noch so finden. Und kreieren daraus nochmal ein schönes Video, denke ich zumindest. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön, dass du ein bisschen geguckt hast. War mal ein etwas anderes Video. Ich wollte einfach mal eine Art Vlog machen. Und du hast es dir zwar nicht gewünscht, ich habe es aber trotzdem einfach so gemacht. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du ein bisschen geguckt hast. Wenn du gerade mit dem Mauszeiger zufälligerweise da unten in dieser Region irgendwo zugange sein solltest, dann kannst du direkt mal auf Abonnieren drücken und vielleicht auch die Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen vielleicht und vielleicht ja sogar ein Like. In diesem Sinne würde ich sagen, fahren wir jetzt weiter zur nächsten Location und nehmen wieder was Richtiges auf und verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Bis bald, Sifa. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wo ist jetzt mein Napf?